freut mich sehr, dass wir vier Teilnehmer und einen kompetenten Moderator für die Runde gewinnen konnten. Die Vorstellung übernimmt ja Rainer als Moderator. Ich sage einfach Feuer frei und hole die anderen rein. Guten Abend, meine Damen und Herren. Eigentlich können wir fast ohne Mikrofon arbeiten, aber für die beiden Richtigen sind es dann beschützen. Wir wollen aktuelle Themen diskutieren. Zunächst aber würde ich gerne die Bankerie als Gedanken vorstellen. Frau Gabriela Böhl ist FDP-Bundestagsabgeordnete seit 2019 der letzten Wahl und seitdem Mitglied im Wirtschaftsausschuss. Außerdem in der Enquetekommission Nachhaltiges Wirtschaften. Sie kommen aus dem Münsterland, aus Steinfurt, aus Rheinland-Westfalen. Und sie weiß, glaube ich, sie hat nämlich eine kaufmännische Ausbildung gemacht im Endeffekt Vertrieb und hat sich dann weitergebildet zur IT-Projektmanagerin. Und seit 2002 macht sie für die FDP-Politik in Polen Beruf und Doktorand. Also schon sehr beachtlich. Von mir aus gesehen ganz außen rechts sitzt der Markus Strohköller, der ist Geschäftsführer der Räumeschutzvereinigung Deutschland. Die GVS ist eine unabhängige, überparteiliche gemeinnützige Einrichtung, die seit Anfang 2009 sich um die Lage von Gläubigen kümmert. Gegründet wurde der Trägerverein von institutionellen Gläubigen, von Unternehmern und von Wissenschaftlern. Das Ziel ist einerseits politisch die Interessen der Gläubiger zu vertreten im Trägerverein, aber andererseits eher der Strohköller als Geschäftsführer ist im operativen Bereich tätig, hilft Unternehmern auch Geld für den Mittelständler in konkreten Insolvenzverfahren. Für den neben mir sitzt der Herr Eisen, der ist Partner der Magenta Rechtsanwaltsgesellschaft und macht dort Arbeitsrecht. Die Sozialität kennen wahrscheinlich alle hier. Sie gehört zu den größten Wirtschaftskanzleien in Deutschland. Wir sind 12 Standorte, auch in Stuttgart, außerdem sind 6 Standorte im Ausland. Und Sie sind die Hauptsponsor der Veranstaltung. Damit Ihre Verbindung zum Mittelstand demonstrieren. Last but not least, der Herr Grimm. Der Herr Grimm ist Geschäftsführer und Gesellschafter eines mittelständischen Betriebs, der Sondermaschinen baut im Bereich Automatisierung. Das Unternehmen, das er gegründet hat, vor über 20 Jahren, hat mittlerweile 40 Mitarbeiter. Wie sagten Sie vorhin, hat Grimm ein Globalisierungs- Also er sieht sich als Global Player. Und seit März ist er Landtagsabgeordneter für die FDP aus dem Wahlkreis Tuttlingen, der eine gewisse Berufung deswegen hat, weil der Vorgänger Wirtschaftsminister hier war, das war Herr Pfister. Und Herr Grimm wird ja auch bemerkenswert, hat sein Handwerk wirklich gelernt. Er war Werkzeugmacher, bevor er sich mit dem eigenen Unternehmen selbstständig gemacht hat. Sehr gut. Nachdem die Zeit so weit fortgeschritten ist, denke ich, sollte ich nicht lange drum reden. Das aktuellste Thema, das es zurzeit sicher gibt, ist Euro-Krise. Ich würde auch gerne damit anfangen. Ich würde mal interessieren, von der Aussicht des Globalisierungsplayers, welche Folgen die Euro-Krise für mittelständische Unternehmen haben kann, vielleicht schon gehabt hat,
wo Risiken drohen. Also, um das Wort nochmal zu nennen, das heißt Global Player League. Das sind die ganz Kleinen, die eben auch versuchen, den europäischen Markt mitzumischen. Zuerst mal recht schönen guten Abend miteinander. Die Eurokrise, welche Auswirkungen es auf den Mittelstand hat. Also, ich gehöre zum klassischen Mittelstand, zu den mittleren Unternehmen im Mittelstand. Wir sind auch international ausgerichtet. Wir machen 30% Export in EU-Länder. Und wir sind in der Branche Maschinenbau. Ich denke, jeder, der die letzten Zahlen gehört hat, auch die Aussichten im Maschinenbau, wir sind eigentlich sehr gut ausgelastet. Der Maschinenbau ist auch 2012, aber eigentlich sehr gute Perspektiven, momentan noch. Aber wir sehen sehr wohl natürlich aufgrund dieser Griechenland-Krise in Europa Potenzial, dass es ein bisschen ruhiger wird auf dem Markt. Ich kann es jetzt für unseren Bereich, kann ich das wenig abwägen, weil Griechenland für die Industrie, für die Industrie, die wir beliefern, eigentlich für uns nicht relevant ist. Also für uns ist Griechenland nicht der Markt, dort gehen keine Investitionsgüter hin. Ich weiß nur, dass wir in dem Zuge in vielen Gesprächen mit Mittelständlern und auch mit den Banken die Gefahr sehen, dass wir im Geldbereich die Versorgung von finanziellen Mitteln von Mittelstand, dass wir dort Probleme kriegen. Ich sehe nicht die Probleme, dass der Mittelständler das Problem nicht anpacken, die Chance nicht anpackt, sich auf neue Situationen einzustellen. Die größte Gefahr, die ich momentan für den Mittelstand sehe, ist, dass die Geldquellen, also die Finanzierungsquellen, in nächster Zeit noch schwieriger werden, ranzukommen. Und entsprechend sind wir natürlich sehr momentan sehr gespannt, was passiert mit Griechenland. Meine persönliche Meinung war schon vor einem Jahr, Griechenland ist nicht zu retten. Ich bin für eine starke Euro und ich bin für Euro, ich bin auch für Europa. Aber es muss auch Kriterien oder Grenzen, es muss regionale geben, die müssen wir einhalten. Und so wie es in Wirtschaftslehre ist, muss es auch auf der politischen Ebene sein. Und deshalb bin ich nicht überzeugt, dass die Europäische Union zerbricht, wenn wir vielleicht jetzt den Weg gehen, der sich wahrscheinlich anbahnt, dass Griechenland eventuell noch die Eurozone verlassen wird. Und bin eigentlich überzeugt, dass wir, die Staaten wie jetzt Deutschland, dass wir sehr wohl das meistern können, wir den Griechen und diesen Ländern helfen können. Aber nochmal, es muss Regularien geben und die müssen sich die Länder halten. Und entsprechend, wenn sich die Länder daran halten, denke ich, ist auch Deutschland jeder bereit, diesen Ländern zu helfen. Herr Großbürger, Sie sind Spezialist für Unternehmensfälle. Glauben Sie denn, dass eine geordnete Insolvenz eines Staates wie Griechenland zu händeln ist, ohne dass ein Flächenbrand entsteht? Das ist ja die große Gefahr oder Warnung, dass man Griechenland nicht von Gott gehen lassen darf, weil die Auswirkungen systemrelevant nicht über sehr überschaubar werden. Also das wäre die erste richtige Staateninsolvenz, da haben sich einige Kollegen in den letzten Wochen schon sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Ich denke, das, was jetzt beschlossen worden ist in der letzten Woche und auch jetzt in den letzten Tagen in Cannes nochmal wieder neu aufgewärmt wurde über die Haltung der Griechen, hier bedarf es letztendlich einer geordneten Insolvenz. Das geht aber dann nur, wenn wir Mitglieder der Europäischen Union, Wirtschaftsprüfer, Insolvenzverwalter, Insolvenzspezialisten mit reinschicken, um das Ganze letztendlich zu steuern. Also wenn wir ein geordnetes Verfahren haben, reden wir vom Insolvenzplanverfahren. So etwas ist sicherlich machbar mit dem, was man jetzt vorgeschlagen hat, regierungsseitig. Aber das muss wirtschaftlich natürlich sauber unterstützt werden. Also durch Hand auflegen alleine passiert das nicht. Dazu muss man die entsprechenden Kontrollmechanismen haben. Dazu müssen sich also auch die Gläubigervertreter, im Wesentlichen die Banken, ganz stark mit einbringen. Und wie groß ist die Gefahr, dass die Folgen unkalkulierbar sind? Also ich denke, dass man jetzt erstmal die ersten Schritte ganz vernünftig gemacht hat. Auszuschließen ist ein Flächenbrand sicherlich nicht. Wenn ich auch an die
benachbarten Staaten nochmal denke, die im Moment in der Diskussion sind. Aber man muss die Dinge jetzt einfach konkret anpacken und sie dann auch kontrolliert umsetzen. Also dann wird das funktionieren. Trotzdem muss man sagen, also das, was den Griechen jetzt auch geschuldet wird, ist nicht unerheblich. Ich überlege das immer, wenn das der Bundesrepublik Deutschland gerade passieren würde, also solche Auflagen, solche Sparmaßnahmen, die die Regierung jetzt beschließen müsste, in einem solchen Volumen, das ist ein ganz, ganz schwieriges Kapitel. Und letztendlich muss man auf der anderen Seite die Griechen erstmal wieder bewundern, dass sie jetzt bereit sind, ich sage mal vermeintlich bereit, die endgültige Entscheidung haben sie dann auch noch nicht getroffen, diesen Weg erstmal so mitzugehen. Aber sie wissen jetzt auch seit 2 Tagen, dass sie die nächsten 8 Milliarden nur dann kriegen, wenn sie ganz bestimmte Dinge erstmal erledigen. Also der Kontrollmechanismus wird größer und der muss auch größer bleiben. Nur so erhalten sie in der Eurozone das, was Stabilitätsfaktoren muss. Frau Böbel, Ihre Partei, Parteivorsitzende, hat viel Möbel gezogen, also vor ein paar Wochen das Thema Griechenland-Insolvenz in die Öffentlichkeit gebracht hat. Kommt das sich jetzt nicht gebührt vor? Jeder inzwischen redet, wir reden drüber, auch in Berlin, alle in der Bundesregierung reden, viele Minister inzwischen drüber. War zu früh? Oder? Nein, ich glaube, es war auch zum richtigen Zeitpunkt auf jeden Fall. Und es war ja auch das richtige Argument in dem Moment, nur dass die Opposition natürlich ganz schnell darauf einprügelt, das kennen wir ja bei der Diskussion, sobald die FDP ein Thema anstößt. Ich fand, es war richtig und es ist auch nach wie vor richtig. Wir sehen ja, dass wenn es so geht wie gestern Morgen, als ich dann hörte, dass es dort einen Bürgerentscheid geben sollte, von Konrad Rio befürwortet, da habe ich mir gedacht, jetzt ist aber Schluss, jetzt kann es nicht mehr so weitergehen, dann ist irgendwann mal Schluss und Ende der Fahnenstange, denn wir sind ja auch vielfach zusammengekommen, haben über die Themen diskutiert, haben uns die Entscheidung nicht einfach gemacht und die ganzen Länder haben sich die Entscheidung nicht einfach gemacht, hatten nun entsprechend auch die Vorgaben vom vergangenen Wochenende und wenn wir dann auf der anderen Seite einen Partner haben, der nicht verlässlich ist, ist das ein ganz schwerwiegendes Problem. Und ich denke, wenn das Ganze jetzt in eine ungeordnete Insolvenz hineinläuft, dann wird es ganz schwierig. Wobei, natürlich muss man immer sehen, Prophezeiungen oder Dinge, die die Zukunft betreffen, sind schwer abzulehnen. Wobei, Brüssel hat, glaube ich, nicht nur von der Opposition, sondern durchaus auch von Koalitionspartnern. Auch die kennen wir. Die FDP hat ja intern einen großen Konflikt über den Kampf von großen Sachen Euro. Mit dieser Befragung der Kollege Herr Schäffler will ja mit dieser Befragung organisierte Gemeinde. Was kann daraus für die Partei entstehen? Gibt es ein Problem in der Koalition? Also ich sehe das jetzt nicht unbedingt als Konflikt an. Es ist befruchtet auch die Demokratie, es ist ein demokratisches Mittel, was man anstreben kann. Es war bislang noch nicht so, aber es gibt ja auch laut Grundgesetz kein imperatives Mandat. Insofern denke ich, wir sind frei gewählte Abgeordnete, wir sind in der Fraktion, haben uns entschieden, entsprechend zu votieren. Und das hängt jetzt nicht unbedingt von dem Entschluss im Mitgliederentscheid ab. Ich sagte gerade schon mal, Diagnosen dort jetzt zu stellen, die die Zukunft betreffen, sind jetzt ein bisschen verfrüht. Ich würde lieber das Ergebnis des Mitgliederentscheides abwarten. Ich persönlich aus meinem Kreisverband und aus meinem Verband im Münsterland kann sagen, dass dort sehr kritische, was hinter diesem Diagnosen Frank Schäfflers besteht, nämlich dass das nicht so leicht aufgehen würde, wie das, was jetzt letztendlich auch beschlossen wurde. Und von daher denke ich, sollten wir das erstmal abschaffen. Also, sozusagen als interessierter Beobachter dieser Griechenland-Diskussion, wie schätzt Sie und Ihre Kollegen die weitere Entwicklung auf dem Gebiet für die deutsche Wirtschaft ein? Ja. Also,
erstmal würde ich sagen, Gott sei Dank haben wir im Augenblick keinen Dom in Griechenland. Ich würde aber auch sagen, wir sollten mal eins gründen. Ja, das ist jetzt erstmal eine sehr schwierige Frage. Da haben die Anwälte möglicherweise Gott sei Dank nicht allzu viel mit zu tun, sondern eher die Politik. Ich möchte nicht in der Haut der Politiker stecken, was die Entscheidung jetzt angeht. Und letztlich können wir alle nur Kaffeesatz lesen, wie das weitergeht und wie solch eine Situation sich auswirkt auf Europa, auf unsere Wirtschaft, auch auf die griechische Wirtschaft. Ich glaube, wir sprachen bisher immer von Risiken. Das Thema der heutigen Veranstaltung lautet genau andersrum. Es wird sicherlich schwer sein, da durchzukommen. Es wird insbesondere den Finanzdienstleister einiges kosten, an Aufwand, vielleicht auch finanziell. Wir sollten da auch nach vorne gucken. Und Griechenland wird sicherlich nicht von der Weltkarte radiert werden. Wir können auch Griechenland nicht absprengen. Es wird nach der Krise ein Griechenland geben, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und die Griechen werden auch nicht immer nur noch Oliven wollen, sondern in Zukunft auch nicht, wenn sie alle anbauen, die sie schon subventioniert bekommen haben. Also die Griechen selber werden auch eine Wirtschaft haben in Zukunft. Insofern finde ich es auch spannend und wichtig, über die jetzige Krise auch schon hinaus zu gucken und zu gucken, was man als Unternehmer in Griechenland der Zukunft machen kann. Da sind natürlich Stand heute erhebliche Risiken mit verbunden. Insofern weiß man nicht, wie ich heute in Griechenland starten würde. Aber ins Auge fassen sollte, würde ich das nicht anfällig. Herr Trümmens, wie sehen Sie das als Unternehmer? Also jetzt mal jenseits des eigenen Unternehmens, das vielleicht wirklich zu speziell in der Produktpalette ist, um jetzt gleich nach Griechenland zu gehen, aber ganz generell Chancen für den deutschen Mittelstand in oder nach der Krise? Also ich möchte mal eine Lanze brechen für den deutschen Mittelstand. Der deutsche Mittelstand hat hier überhaupt keine Krise. Der deutsche Mittelstand kämpft sich wirklich aus der letzten Wirtschafts- und Finanzkrise heraus, hat sich hervorragend aufgestellt, dank auch einer, muss man wirklich sagen, vorausschauenden Politik, die da betrieben worden ist. Und ich sehe für den deutschen Mittelstand, ich sehe auch für die deutsche Industrie in Griechenland nicht, sage ich mal, das Ende unseres Wachstums. Also wir sind sehr gut aufgestellt, wir haben sehr gute Produkte, wir sind sehr gut vernetzt. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man das Modell Deutschland, wie es auch selbst schon in Obama gesagt hat, dass man das Modell Deutschland versucht, auf Europa auszuweiten und nicht das Modell Griechenland Mode machen lässt und das mit anderen Staaten dann, sag ich mal, bestimmt von der europäischen Wirtschaftspolitik geltend macht. Da will ich einfach daran appellieren, Griechenland kann so nicht, Griechenland wird so nicht gerettet, wenn man Geld hineinsteckt, sagen viele Professoren, geben Ihnen die Auskunft, dass wenn Sie irgendwo Geld reinstecken, muss es eine Realwirtschaft geben, die das reinvestiert, die das wieder erwirtschaftet, dass es zurückführt werden kann. In Griechenland ist nichts da. Das müsste eigentlich jedem Politiker klar sein. Deshalb muss man hier einen Schritt machen. Ich denke, man hilft den Griechen mehr, wenn man sie vielleicht wieder auf alte Pfade schickt mit ihrer alten Währung. Und ich denke, Griechenland, so wie es der heiße gesagt hat, verschwindet nicht von der Karte, wird nach wie vor ein attraktives Urlaubsland sein. Aber es kann man nicht sagen, dass Griechenland bestimmt ist für die europäische Wirtschaft und für die deutsche Wirtschaft hauptsächlich. Herr Strucker, müssten wir da deutsches Know-how entschieden, damit da eine ordentliche Verwaltung aufgebaut werden kann? Also ich denke mal, ein deutsches Know-how ist das eine, aber es gibt auch noch ein paar Nachbarn, die auch ganz gut aufgestellt sind. Also ich würde sicherlich die Franzosen und auch die Engländer mit dazu zählen. Gerade was das Thema Lower Border angeht, machen die uns immer noch was vor. Aber das kann nur eine Gemeinschaftsaktion sein, da einzugehen, um, ich sag mal, die geordnete Insolvenz mit jetzt erstmal Verzicht, Forderungsverzicht reinzugehen. Dann aber auch noch in einem weiteren Schritt darüber nachzudenken, wie man eben einen Schuldentilgungsplan organisieren kann für die nächsten Jahre. Um vielleicht auch mal zu sagen, wir setzen nochmal 2 oder 3 Jahre komplett Zins und Tilgung aus, um das Schiff wieder nach vorne zu bringen. Halten Sie das, Frau Böhm, für eine politisch durchsetzbare Sache, dass man nach dem jetzigen Paket nochmal quasi weitere Hilfspakete nachschiebt? Nein, wir haben ja jetzt eine Obergrenze deklariert. Wir haben gesagt, also bis hierhin und nicht weiter.
Und was jetzt folgen muss, ist eine klare Richtung aus Griechenland. Klare Ansagen, klare Richtlinien, wie sie jetzt weiter verfahren wollen und nicht ein Hin und Her geschwanke und ein nicht wissen, wie wir es morgen machen oder nicht wissen, wie wir es heute Abend machen, sondern klare Richtlinien. Und sie müssen sich auch wirklich mal daran halten, was wir letztendlich als Verbund, nicht nur wir Deutschen, ja auch die anderen Länder, letztendlich sagen und fordern. Also wir haben ja jetzt nicht nur die Pflicht, Griechenland in irgendeiner Form zu retten oder zu konsolidieren oder was auch immer, sondern sie haben auch selber Pflichten, die Griechen, und letztendlich müssen sie jetzt auch erstmal liefern. Und ich sagte, ich war gestern Morgen ganz fürchterlich ärgerlich und habe gedacht, jetzt ist aber Schluss, so geht es nicht weiter, wir können nicht hier die tollsten Maßnahmen zurecht konstruieren und die Griechen machen, was sie wollen, das geht nicht. Also die müssen schon wirklich jetzt klare Vorgaben zeigen, sie müssen eine klare Linie vorgeben, sodass wir jetzt nicht unseren Bürgerinnen und Bürgern sagen müssen, wir buttern jetzt das Geld hinein und das können wir keine mehr plausibel machen und die Griechen können machen und weitermachen, Business as usual. Deswegen eine geordnete Insolvenz wäre für mich mit Sicherheit denkbar, und wenn wir dann auf Griechenland halt in der Union verzichten müssten, bitteschön. Ich denke, ich begreife es auch für die Europäische Union als Chance, letztendlich den Schulterschluss zu zeigen, der Länder, die bereitwillig sind, sich dieses Euros zu beugen, dieser Pflicht zu beugen, wir konsolidieren, wir verständigen nicht, wir bringen unseren Haushalt in Ordnung und haben ja auch dadurch Chancen, marktwirtschaftliche Chancen. Wir haben die Transparenz, der Mittelstand partizipiert ja durchaus davon, dass die Transparenz auch da ist, dass man den Preisvergleich hat. Und ich bin häufig in der mittelständischen Wirtschaft auch in meinem Wahlkreis unterwegs. Und ich muss sagen, ich habe schon gespürt, dass es leichte Rückgänge gibt, seitdem diese griechische Frage nicht gelöst wurde, nur im Sommer im Moment gelöst. Also von daher denke ich schon, brauchen wir jetzt ganz, ganz klare Richtlinien von den Griechen auch, und wir müssen sie auch fordern. Möchte man den Blick mal etwas über Griechenland hinaus zu einem anderen Handlungsfeld bringen? Bei den G20 jetzt die letzten zwei Tage wollte man eigentlich Finanzmarktregeln verabschieden. Bisher gibt es wieder nur Willenserklärungen. Ja. Müsste da nicht doch mehr Druck gemacht werden, damit es Regeln gibt oder auch einfach mal eine Transaktionssteuer zum Beispiel, um die Spekulation etwas zu bremsen? Ja, Sie sprachen das eben an, ich bin Kauffrau und für mich zählt immer das, was unterm Strich steht letztendlich. Ich war jetzt fast 30 Jahre auch in der freien Wirtschaft tätig und von daher ist für mich dieses ganze Hin und Her und das Zaubern und Zögern auch recht unerquicklich und zum Teil auch wirklich unerträglich. Und ich denke schon, dass da jetzt in irgendeiner Weise jetzt mal ein Endpunkt gesetzt werden muss. Deswegen sagte ich ja, fordern und dass wir da tatsächlich sehen, was unterm Strich dabei für uns auch rauskommt. Es geht gar nicht anders. Wir können nicht immer nur fördern und hineingeben und nichts fordern. Das geht nicht. Also ist Ihnen bewusst die Sache mit den Finanzmarktregeln? Für Liberale, ich weiß, es ist ein schwieriges Gebiet. Nicht nur für Liberale, sondern auch für Arbeiter. Da ist ein sehr schwieriges Gebiet. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt, ich fürchte, ich würde mich wirklich zu weit hinaus wagen. Wenn wir jetzt von mir stellen, jetzt will ich mich heute gerade wirklich offen lassen. Ich würde hier mal Vorschlag, einen Punkt zu machen, wenn es zum Thema Euro, Finanzmarktkrise, Fragen, Beiträge, Anregungen von Ihnen gäbe, können Sie das jetzt gerne machen. Sonst würde ich zu einem anderen Thema nochmal übergehen. Also, bitte sehr. Nochmal die Ausführung zur Hebelung von den Krediten. Also, Moment. Genau. Also die Ausführung von Ihnen, dass sich bei der Hebelung der Darlehen sozusagen, also dass sich da nichts geändert hat, das ist ungefähr so, wenn man als Banker sagt, ich habe jetzt 1 Million vergeben und gehe plötzlich in den zweiten Rang, dann hätte sich nichts verändert. Da hat sich was verändert. Das hat sich
nicht das Volumen verändert, bloß die Sicherheit, indem wir, also der Deutsche Bundestag und auch die FDP, dieser Hebelwirkung zustimmt oder zustimmen wird, ist das Risiko für den Steuerzahler, das Geld komplett zu verlieren, höher geworden. Die Summe insgesamt nicht, aber das ist, stellen Sie sich vor, genau dasselbe. Sie haben ein erstrangiges Darlehen vergeben und sagen, ich gehe freiwillig am zweiten Rang zurück. Also so einfach dürfen es auch an FDPler nicht machen. Also bitte, da müssen Sie ein bisschen nachdenken, und so weit ist der Frank Schäffler gar nicht weg. Es ist sicher ein Diskussionsbeitrag. Also man sollte sich vielleicht auch mal zusammensetzen. Der Mitgliederentscheid ist wahrscheinlich irgendwann sogar überholt, ja? weil das schneller kommt, was er gesagt hat, wie es in dem Antrag steht. Also die FDP in Berlin muss sich einfach wieder klar zu den wirtschaftlichen Kompetenzen bekennen. Ja? Nicht bei allen anderen alles anders sagen. Da müssen wir irgendwie hinterher. Wir haben und hatten immer die besseren Konzepte. Wenn wir den anderen hinterherhecken, nur die sagen, der zweite Rang ist so gut wie der erste, das müssen wir nicht machen. Frau Bürgermeister, wie ist denn für Sie die Stimme? Ich bin da ganz bei Ihnen, ganz bei Ihnen, dass wir uns, sagen wir mal, wieder auf unsere Kernthemen besinnen sollten, das ist richtig. Aber es gibt auch Einflüsse von außen, die letztendlich auch geschultert werden müssen. Und in diesem Fall war jetzt die letzte Abstimmung für mich entsprechend so, dass ich mich mit Ja dazu entschlossen habe, zuzustimmen. Deswegen, weil wir auch einen äußerst großen Vorteil errungen haben, insofern als dass das Parlament zustimmen muss. Wir haben die Parlamentsbeteiligung dabei. Und die hatten wir bislang nicht. Das ist jetzt alles keine ordentliche und einfache Situation. Ich gebe Ihnen recht, das ist richtig so. Und man hört schlecht auch für die Wirtschaft und auch für den Mittelstand sowieso. Aber letztendlich muss man sich auch den Vorgaben zum Teil nicht beugen, aber zum Teil auch die Vorgaben akzeptieren, so wie sie dann in dem Moment da sind, und entsprechend handeln. Und da sah ich für mich im Moment keine andere Möglichkeit, als dem ESFF zuzustimmen. Bitte sehr. Herr Runge hört es sich schon so an, als sei doch die Auffassung zum Thema Euro durchaus unterschiedlich. Deswegen im Anschluss an meinen Vorredner etwas als Zuspitzung gedacht. Deutschland steht, wenn ich richtig informiert bin, mit 211 Milliarden in der Haftung, was den Euro angeht. Mich würde interessieren, nach Ihrer Einschätzung, sind die 211 Milliarden Euro jetzt schon weg? Und wie viel von den 211 Milliarden wird tatsächlich als Belastung für den Bundeshaushalt übrig bleiben? Und wie werden die finanziert? Genau, wir sind wieder, glaube ich, zu Frau Bögen. Ich glaube, der Ball ist wieder bei mir. Das ist eine gute Frage. Wirklich eine gute Frage. Also ich sehe es nicht so, dass die 211 Milliarden jetzt weg sind. Ich sehe es aber so, dass wir, wie ich das eben auch schon sagte, da werden wir auch noch sagen, wir gehen nicht und wir packen auch nicht da rein. Und dass das Risiko natürlich besteht, das weiß ich, das ist richtig. Aber welche Entscheidung ist schon einfach, die man im Leben treffen muss? Und gerade im Deutschen Bundestag, da kann man nicht mal eben so sagen, ich mache da mal nicht mit und es ist mir egal, was wir gestern beschlossen haben, und die EU ist mir egal und die Union ist mir egal. Letztendlich zählt das große Ganze. Und wir sind ja nicht die Einzigen, die so abgestimmt haben in Deutschland. Es sind ja viele andere Länder letztendlich auch, die sich dazu entschlossen haben. Sie wissen, in Tschechien war ja die Abstimmung nun auch ganz einfach. Ne? Und ich stehe nach wie vor dazu. Bitte? Slowakei, Entschuldigung, ich habe mich gefühlt. Nimm es zurück. Aber es ist anderen auch nicht einfach gefallen, das ist ganz klar. Aber als jetzt schon getillt und weg sind sie noch nicht. Also ich kann es nicht beurteilen, ob die schon weg sind, aber ich schätze das mal so ein, dass sicherlich würde ich da sicherlich schon mal einen Sicherheitsabschlag von 40% haben. Das wären fast 80 Milliarden. Ja. Bitte sehen. Ja, ich finde ja das Thema Griechenland
auch sehr notwendig und sehr aktuell in den letzten Tagen. Ich würde aber jetzt gerne nochmal auf den Kongress zurückkommen, wenn es der Moderator gestattet, und hätte die Frage Chancen ergreifen, steht da oben so schön, an die Diskutanten. Welche Chancen sehen Sie für den Mittelstand kurzfristig innerhalb der nächsten 12 Monate und mittelfristig bis zu 5 Jahren? Vielleicht verschiedene Bereiche, verschiedene Ideen. Wir sind ja alle sehr in der Praxis, sehr in der Politik engagiert. Das würde mich ja interessieren. Vielen Dank. Ist das an alle gerichtet, oder? Ja, aber ich denke, das ist ein netter Querschnitt. Dankeschön. War das jetzt bezogen nur auf Griechenland oder auf allgemein? Allgemein. Die Fortsetzung von 2008, 2009. Herr Grimmmann, Sie anfangen. Sie haben vorhin schon mal angesetzt dazu, zu diesem Thema. Chancen für den Mittelstand sehe ich nach wie vor. Ich denke, wir haben hier in Deutschland ja einen Abstand des Mittelstands geprägt, ist die wirtschaftliche Leben, wir sind fast 97%, besteht aus Mittelstand. Also hier von Chancen zu sprechen, ich denke, wir haben die Chancen in den letzten Jahrzehnten schon gehabt. Und ich bin auch überzeugt, dass die Unternehmen alles sehr gut aufgestellt sind. Es sind sehr viele dabei, die in ihrer Branche Marktführer sind. Und ich sehe auch für die nächsten 12 Monate, also jetzt abgesehen, ich meine, ich kann es nicht einschätzen auf dem politischen Ebene. Das muss man ganz klar sagen, dass hier Ausfallschläge kommen natürlich, wie lange sich das noch hinzieht, was mit Griechenland oder was mit anderen Staaten passiert, das kann ich nicht vorhersehen. Aber ich denke, wir haben die Krise sehr gut gemeistert 2009. Ich kenne es aus so vielen Unternehmen, die Ende 2008 wie abgeschalten keine Aufträge mehr bekommen haben und Anfang des ersten Quartals 2010 das alles wieder losging. Sie haben alle das sehr gut gemeistert mit Kurzarbeit, was auch von der Regierungsseite her sehr gut geregelt war, das muss man ganz klar sagen. Und ich sage nochmal, wir sind ein Erfolgsmodell. Also Deutschland ist eigentlich ein Erfolgsmodell, und zu bedenken die ganze Welt, wie wir aus der Krise gekommen sind. Deshalb sehe ich das jetzt auch mal positiv nach vorne. Und für den Mittelstand und Mittelstand ist für den Fang, der ergreift seine Chance. Wir brauchen nur eine Politik, die den Mittelstand nicht in den Dreck zieht, für Staaten, die eben entsprechend nicht aushalten können. Dann hat der Mittelstand und dann hat der Deutschland eine Chance. Das wird schon.
vielleicht mal einfach dort seinen Einschub machen, Thema Mindestlohn, ein anderes aktuelles Thema. Diskutieren wir da eigentlich eine reale Thematik oder erledigt sich das Thema Mindestlohn nicht durch den demografischen Wandel und den zunehmenden Fachkräftemangel, dass die Unternehmen ohnehin gezwungen sind, andere Löhne zu bezahlen und auch das nachzubekommen? Ich sehe eine Meldung, ich antworte schnell auf Ihre Frage, obwohl ich jetzt auch Stunden darüber reden könnte, über Mindestlohn, das wollen Sie, glaube ich, alle gar nicht, interessiert Stunden. Also für mich, ich weiß gar nicht, ob alle darüber diskutieren. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich für eine liberale Partei ein Thema ist, sich mit Mindestlohn zu beschäftigen. Ich halte es nicht für wirklich liberal, Mindestlohn einführen zu wollen. Insofern erstaunt mich die Diskussion und erst recht in einer Phase, wo wir den Arbeitsplatzübergang gar nicht mehr haben werden. Die Arbeitslosigkeit wird deswegen steigen. Wir werden die Arbeitgeber werden Mitarbeiter suchen müssen und wir werden irgendwann auch in die Verlegenheit kommen, in den Wettbewerb mit anderen Unternehmen über ins Geld zu gehen. Das heißt, die Mindestlohndebatte halte ich etwas anachronistisch, abgesehen davon, dass wir alle Regelungen schon haben. Und ich verstehe auch nicht, warum über neue Regelungen diskutiert wird. Es gibt alle gesetzlichen Regelungen schon. Es gibt ein Gesetz, das feiert im Januar 60. Geburtstag. Das feiert nur nicht, weil es noch nie angewendet wurde und deswegen wenig zu feiern hat. Also insofern halte ich die Debatte für irgendwie sehr interessant. Frau Böge, ganz kurz, ist doch ein schönes Thema für die Morale zu probieren. Also für die Morale war das Thema der Mindestlohn und ich weiß noch, dass ich während des Wahlkampfes 2009 vor der IG Metall stand und die Einzige auf dem Podium war, die gegen Mindestlohn war, gegen den politischen und gesetzlichen Mindestlohn war. Ich bin natürlich dafür, dass sich die Tarifparteien auf einem gewissen Niveau einigen. Das ist nach wie vor mein Credo. Alles andere wäre für mich fatal, weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dann irgendwann im Wahlkampf mal das Thema Mindestlohn nochmal aufkommt und der eine sagt, ich biete jetzt 10 Euro und die nächste Partei sagt, ich biete jetzt 20 Euro. Und das kann es nicht sein. Wir müssen einfach sehen, dass wir die Tarifparteien wieder stärken und dass wir entsprechend auch dort die Löhne verhandeln lassen. Also insofern ist das für die FDP nach wie vor kein Thema. Dumpinglöhne ausgeschlossen, das ist ganz klar, das haben wir auch immer gesagt, aber wir müssen uns für uns kein Thema. Jetzt jammern wir rum, dass wir keine kompetenten Arbeitskräfte haben. Wie soll das eigentlich weitergehen in der Zukunft? Holen wir die mit 63 oder 64 wieder aus der Frührente zurück? Oder ist da eventuell eine Änderung in Sicht? Ich schieße mal einfach zur Aussage. Ich wäre sowieso für eine flexible Rentenregelung, dass jeder in Rente gehen kann, was er mag. Man hat die Erfahrung, den Erfahrungsschatz der vorhergehenden Jahre, man ist gesundheitlich, ist
oder 70-Jährigen an, wie gut die noch drauf sind. Und ich finde es auch eine reine Verschwendung, tatsächlich diese guten Fachkräfte in Frührente oder in Rente oder wo auch immer hinzuschicken und zu sagen, von unten kommt nichts mehr nach. Das kann es nicht sein. Und von daher denke ich, ist eine flexible Rentenregelung, ein flexibles Eingangsalter in die Rente das Thema, was wir tatsächlich durchsetzen müssen. Besser mit. Das Thema Verrentung ist natürlich ein wichtiges. Vor allem, wir sollen nicht nur die Spezialisten anschauen, sondern auch die Ergebnisse modernster Gehirnforschung, die festgestellt hat, dass ein Mensch mit 70 noch sehr weit lernfähig ist. Das heißt, die Vorstellung, dass man im Alter nichts mehr dazulernen kann, ist nicht mehr obsolet. Das heißt im Umkehrschluss, dass diese Menschen noch etwas dazulernen können, dass sie noch ein Update im Bereich Technologie, im Bereich Informationstechnologie und mitbekommen und aktiv am Wirtschaftsleben teilnehmen können. Das ist eine Riesenressource. Und wir können es uns aufgrund des demografischen Wandels einfach nicht leisten. Danke. Herr Trottel, das führt natürlich zu der Frage, wie gehen Sie mit dem Thema im Unternehmen um? Wie alt sind Ihre ältesten Mitarbeiter? Was tun Sie, um die bis zur Rente 67 beschäftigen zu können? Also, ich arbeite im Moment sehr stark mit Pfarrer Peter Wenzfeld zusammen und die bringen alle das Thema Seniorität mit. Also letztendlich müssen sie ihren Erfahrungsschatz mit einbringen in die Verfahren und ich würde gerne immer mit Menschen arbeiten wollen, die diesen Brain noch haben, die auch die Energie noch haben, um sie mit einzubringen. Ich weiß es auch vom Senioren-Expertendienst beispielsweise, eine Organisation, die gar nicht so intensiv beachtet wird, aber wo hochkarätige Leute sich einfach bereit erklären, sagen wir, als Angels zur Verfügung zu stehen und irgendwann also nochmal einen Weg zu leiten und zu führen. Also die würde ich immer mit heranziehen. Es gibt einen anderen Bereich, der mir im Moment Sorgen macht und uns Sorgen macht. Das ist beispielsweise der Güterkraftverkehr, Güterschwerverkehr. Durch die Wirtschaftskrise sind insgesamt 49.000 Berufskraftfahrer, die aber beim LKW, beim Speditions-LKW gesessen sind, entlassen worden. Das heißt, also, man hat also hier eine Marktbereinigung durchgeführt und jetzt bin ich bei Ihnen und wenn Sie sagen, Aufträge gut, aber bei dem gerade Güterkraftverkehr, Güterschwerverkehr, da ist es so, da sind die Kraftfahrer weggefallen. Gleichzeitig hat die Bundeswehr, die 15.000 Berufskraftfahrer pro Jahr zur Verfügung gestellt hat, ausgebildet hat. Im Dezember gesagt, das machen wir nicht mehr. Also stehen die jetzt auf einmal blank da. Das heißt, also selbst die Zuwanderung aus osteuropäischen, nordeuropäischen und westeuropäischen Ländern ist das gar nicht zu kompensieren. Das heißt, die Auftragsbücher sind voll, die LKWs stehen auf dem Hof, können aber nicht bewegt werden. Das heißt, also, sie müssen sich jetzt Gedanken darüber machen, wie sie das kompensieren, verhältnismäßig schnell, um die Aufträge abwickeln zu können. Das, was Sie im Maschinenbau erstellen, kann nicht mehr transportieren werden, weil die 49.000 Leute nicht mehr da sind. Also das ist ein Bereich, der macht mir Sorgen. Aber insgesamt würde ich auf Expertise immer verhältnismäßig werden. Auch im Alter. Herr Kuhn, wie gehen Sie mit diesem Problem um? Sie haben einen Servicebereich, der sicherlich sehr stressanfällig ist. Können Sie da ältere Arbeitnehmer einsetzen? Machen Sie es? Oder haben Sie sich eine Strategie überlegt, wie Sie Ihre Kollegschaft länger halten können? Wenn ich vielleicht noch zum Entsetzungsbericht aus den 90er Jahren raushole, wo der Fachkräftemangel auch schon da war. Also das ist keine neue Erfindung aufgrund des demografischen Wandels. Der Fachkräftemangel ist schon ein längeres Problem, wobei die Probleme auch die letzten Jahre gut gemeistert haben. Und wir haben zwei große Probleme von sag ich mal, die uns Fachkräfte abwandern. Das eine ist, dass wir zu früh die Leute verlieren, die dann in die Rente gehen.
Da geht Riesenressourcen gehen da verloren. Das zweite ist aber, es kommen zu wenig Ausbildungsfähige, auch wirklich, sag ich mal, für die Fachkräftebereiche, gute Jugendliche verloren her. Das heißt, wir müssen unten an der Wurzel anpacken, an der Frühausbildung. Wir müssen dort schauen, dass die Defizite rechtzeitig erkannt werden. Und wir müssen, wie es auch von vorhin schon angesprochen worden ist, sehr wohl über die flexible Arbeitszeit hinterher darüber reden. Man muss ja nicht mit 100% in Rente gehen, man kann ja über 3-4 Jahre über 70, 60, 50% abstufen und in eine Rente gehen. Es gibt sehr viele Betriebe, die einen halben Tag auf eine bestimmte Kraft sehr wohl darauf angewiesen sind und das auch nutzen wollen. Also es gibt nicht nur entweder Ja oder Nein, sondern auch im Teilzeitbereich. Und wir selber, jetzt sage ich mal, ich habe das gute Glück bisher, dass wir von der Ausbildungsseite ja sehr viel Interesse bekommen, weil wir einen Bereich machen, der für Jugendliche mit sehr viel Technik verbunden ist. Deshalb kenne ich nicht das Problem, dass wir im Bereich der 50- und 60-Jährigen, da sind wir auch heute bereit, gegenüber vor 10 Jahren, dass wir 60-Jährigen sehr wohl eine Chance hätten und die mit einbinden und die auch die Chance annehmen, das sage ich ganz klar. Und wir sind 60-Jährige lieber, der weiß, was er kann, was er noch machen möchte, wie ein 20-Jähriger, der selber noch nicht weiß, wie er sich findet in dem Beruf oder ob er weitermachen möchte oder nicht. Zu diesem Thema hätte ich auch noch gerne was zu sagen. Und das ist also ein bisschen kritisch auch an die Wirtschaft gerichtet. Man sagt, man bräuchte heute 16-Jährige, die gerne anfangen, diese Berufe zu erlernen. Und man tut so, oder 20-Jährige, egal was man für eine Kohorte jetzt nimmt, man tut so, als ob man nicht gewusst hätte, dass es eine gewisse Anzahl weniger ist als wie vorher. Der 16-Jährige, der heute nicht da ist, das hat man vor 15 Jahren gewusst, weil er vor 16 Jahren nicht geboren ist. Das ist jetzt keine große Überraschung. Aber es hat weder die Politik darauf reagiert, dass es einfach weniger Kinder gibt. Und wenn man vor 15 Jahren nicht geboren ist, kann man heute nicht als 15-Jähriger eine Lehre anfangen. Also das war klar, das ist keine Zukunftsbetrachtung, das ist eine Gegenwartschau, die man seit Jahren hätte machen können. Darum auch diese Frühverrentungen, die noch lange durchgezogen wurden, das ist viel zu lange gewesen. Aber das ist jetzt kein Thema mehr, weil die Wirtschaft jetzt gemerkt hat, dass es überhaupt gar nichts ist. Aber meine Frage auch an die Wirtschaft und die Politik. Warum hat man eine Bevölkerungsentwicklung, die keine Überraschung ist, die vor 15 Jahren bekannt war, dass es heute keine 15-Jährigen in dieser Zahl gibt, bis es jetzt 45-Jährige gibt. Warum hat man da so lange zugeschaut und nicht reagiert? Es ist richtig, was Sie sagen. Natürlich hätte man das viel eher sehen müssen und viel weiter vorausschauen müssen. Was vielleicht immer wieder ein Hindernis ist, und da spreche ich jetzt mal ganz klar und deutlich, das sind immer Wahlen. Und in Wahlen wird letztendlich Politik auch vielfach entschieden oder für Wahlen, kurz vor Wahlen. Und das ist wirklich ein Kriterium, das ist halt unserer Demokratie geschuldet, das kann man nicht ändern. Und da wird auch häufig ein falscher Weg eingeschlagen. Das sehe ich genauso wie Sie. Denn ich komme ja da, wo Sie sind, daher. Und ich habe mich auch immer gefragt, wie kann man Leute mit 55 in den Ruhestand schicken, die körperlich fit sind, die geistig fit sind, die noch gut und gerne arbeiten könnten, und die schickt man einfach auf die Straße. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch das, was Herr Grimm sagt. In der Bildung ist die Wirtschaft auch noch nicht angekommen. Und das ist ein wirkliches Manko. Meine Unternehmer, die ich in meinem Wahlkreis besuche, die beklagen einen Ausbildungsstand, der katastrophal ist. Von der Hauptschule mal ganz zu schweigen, bei der Realschule geht es dann weiter. Die sagen, wir können die Leute teilweise nicht einstellen, weil die können weder vernünftig Kopfrechnen noch richtig rechtschreiben noch sonst irgendetwas. Wir müssen also von Grund auf da anfangen, wo eigentlich die Schule hätte aufhören sollen. Und da sollten wir wirklich darauf achten, dass unsere Lehrer entsprechend und unser Lehrpersonal auch entsprechend ausgebildet wird und dafür sorgt, entsprechende Fachkräfte für unsere Wirtschaft bereitzustellen und auch nicht die Schülerinnen und Schüler weiterhin zu überschulen. Wir haben ja gar keine Auszubildenden mehr. Wenn jemand aus der Hauptschule herauskommt, wird ja vorher schon gesagt, jetzt sieh mal zu, dass du noch die Schule besuchst und noch jene Schule besuchst und noch jene Schule.
da tatsächlich Schulklassen in die Schulen, in die Betriebe holen, denen zeigen, dass und das könnt ihr bei uns werden. Der und der Beruf hat Aussicht für uns und die Ansichten der Kinder in den Schulen komplett umgestalten in puncto Wirtschaft. Und da finde ich, da ist ein Potenzial, das wir noch nicht genügend ausschöpfen. Arbeitskräfte freisetzen. Das ist, sage ich mal, der ganze Land Verwaltungsarbeit. Da können wir
dann auf dieses Fachkräftemangelproblem zurückkommen. Und zwar ist es ja so gewesen, wir haben seit 1. Mai die Arbeitnehmerfreizügigkeit in Deutschland. Da hatten dann einige Parteien gehofft, damit quasi das Fachkräfteproblem nicht zu lösen, aber dem entgegenzutreten. Andere Parteien haben den schwarzen Teufel an die Wand gemalt, mit hohen Dampflegen und was dann alles passieren wird. Im Grunde für mich persönlich ist nichts davon eingetreten. Wir haben genau das gleiche Problem wie vorher. Der Fachkräftemangel wird immer noch quasi vor uns her an die Wand gemalt und viele Unternehmen bekommen es auch schon zu spüren. Und heute wurde ja im Bundesrat dieses Berufsanerkennungsgesetz ausländischer Fachabschlüsse, wenn ich das so richtig, ich glaube, so ähnlich heißt es, verabschiedet. Versprechen Sie sich jetzt davon wirklich Auswirkungen oder ist es genau wie mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit, dass wir im Grunde gar nichts davon spüren? Ich möchte meinen drei Vorrednern nochmal danken, also absolut meine Meinung, absolut. Und ich möchte aber noch das letzte Thema aufmachen, und zwar diese Bildungspolitik. Da habe ich ein kleines Problem, dass wenn es mangelt in der Schule, dass das auf kleine und mittelständische oder größere Firmen abgewälzt wird. Es kann nicht sein, dass Leute in der 10. Klasse einen Abschluss machen in der Mittelschule oder vom Gymnasium runterkommen mit Abitur, und können noch nicht mal die deutsche Grammatik. Das geht nicht. Das ist eine Sache der Schule und nicht der Betriebe. Wie stellen Sie das? Frau Böhm, Sie sind jetzt darüber gesprochen, ja. Aber mit den ausländischen Berufsbildern. Ja, ich mache das gleich mal der Reihe nach, denn der da drüben möchte ja auch sicherlich noch berücksichtigt werden. In puncto Kündigungsschutz, da hat die FDP mal einen Vorstoß gewagt. Und Sie wissen, wie so ein Thema dann gleich populär auf den Markt geworfen wird und gesagt wird, diese neoliberalen, eiskalten Leute, die wollen uns jetzt unsere Jobs wegnehmen und die wollen uns Hire and Fire und amerikanische Verhältnisse und dergleichen mehr. Es bedarf mit Sicherheit, oder es ist mit Sicherheit für manch einen älteren Arbeitnehmer sinnvoller, einen gelockerten Kündigungsschutz hinzunehmen, dafür aber einen Job zu bekommen. Denn ich kenne viele Betriebe, auch in meinem Bericht, die ältere Arbeitnehmer nicht einstellen, weil sie Angst haben, diese, wenn sie nicht fähig sind, den Job auszuführen, wieder loszuwerden. Um das mal ganz klar zu sagen. So, dann der junge Mann, der da unten die FDP gewählt hat. Ich finde schon, dass es eine gesellschaftliche Aufgabe ist und dass es auch Aufgabe der Unternehmen ist, sich um die Jugend zu kümmern. Und ich kenne zwei Unternehmen, kann ich Ihnen in meinem Wahlkreis sagen, die sich sehr wohl um die Jugendlichen bemühen, die sie anschließend ausbilden in ihren Unternehmen, die sie in ihren Unternehmen hineinnehmen, zum Beispiel mit Praktika. Ich kenne sogar einen Unternehmer, der 30 Kilometer entfernt von mir wohnt, der hat ein ganzes Projekt aufgebaut, um Hauptschülern auch die Chance und die Möglichkeit zu geben, dann entsprechend einen Abschluss zu machen und auch in seinem Betrieb oder in anderen Betrieben ausgebildet zu werden. Ich finde, es ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Ich finde es einfach zu, wirklich, ich finde es zu einfach, immer alles auf die Politik zu projizieren, die ja die Rahmenbedingungen stellen soll, aber das Wirtschaften an sich möchte ich doch den Unternehmen überlassen. Und da finde ich schon, wenn aus der Bildungspolitik entsprechend nichts kommt, Betrieb, kommt doch mal zu mir, ich zeige euch, was hier produziert wird, was wir hier machen, vielleicht hat der eine oder andere ja auch Interesse daran. Und das ist unser aller Thema und unser aller Zukunft und da finde ich nicht, kann man sich nicht zurücklehnen und sagen, dass das die Politik machen. Also das heißt, dass ich, wenn das Bildungssystem schlecht ist, Nein, das stimmt nicht. Ich habe nicht gesagt, dass das Bildungssystem nicht schuld ist. Ich habe auch gesagt, wenn Sie richtig zuhören,
Ultima Ratio für den Fachkräftemangel. Das ist ganz richtig. Wir bekommen jetzt nicht hier, dadurch, dass man die Bildungsabschlüsse oder die qualifizierten Bildungsabschlüsse auch hier anerkennt, dadurch bekommen wir jetzt nicht den Fachkräftemangel in den Griff. Das ganz bestimmt nicht. Auch da sehe ich nur eine Chance, indem man natürlich auch so etwas anberaumt. Aber wofür ich stehe, auch wenn ich eine Liberale bin, für unsere hochqualitativ ausgebildeten Fachkräfte, für unsere Meister und Gesellen, die wirklich eine qualitativ hochwertige Ausbildung genossen haben bei uns. Und das dürfen wir natürlich auch nicht zerstören, dadurch, dass wir hier massenweise bilden. Ich sage jetzt mal, wie ich Kräfte hineingebunden. Das geht natürlich auch nicht, das wird auch nicht so stattfinden. Ich gerade ist ganz offen ein Dilemma, weil einer der Diskutanten müsste zum Bahnhof. Ich würde jetzt die zwei Fragen noch nehmen und dann gucken, dass wir zu Ende kommen. Bitte Sie, Herr Sebastian. Ja, Sebastian Koch vom Liberalen Also das geht nicht ohne. Dann hätte ich gerne ein Mikrofon. Vielen Dank. Also nochmal Sebastian Koch vom Liberalen Mittelstand Westthüringen. Ich hätte nochmal eine Anmerkung zu der ganzen Thematik gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wie wir es so schön genannt haben. Und dass sich Unternehmer nochmal gesondert engagieren müssen, die Qualität des Bildungssystems zu gewährleisten. Sondern nicht bezahlen Steuern. Das muss reichen. Und damit übernehmen wir unsere gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Es gibt einen staatlichen Bildungsauftrag. Ja. Richtig. Also ich weiß nicht, warum man da eine Notwendigkeit sieht, dass wir das ausbügeln, was der Staat nicht hinbekommt. Und ich weiß auch nicht, ob das unbedingt eine liberale Position ist, das zu vertreten. Ich habe nicht gesagt, dass Sie das übernehmen, was der Staat nicht hinbekommt, sondern ich habe gesagt, dass die Bildungspolitik entsprechend vorbereitet werden muss, dass die Pädagogen entsprechend wirtschaftlich ausgebildet werden sollen und überhaupt ihren Fokus mal auf die Wirtschaft legen, fortgebildet werden, richtig. Aber dass es auch Aufgabe eines jeden in unserem Staat ist, sich zu engagieren. Das sehe ich so und das finde ich jetzt auch durchaus ein liberaler Ansatz. Ich habe nicht gesagt, dass Sie sich jetzt engagieren müssen, sondern dass es sicherlich auch sinnvoll wäre, wenn die Wirtschaft sich engagieren würde und auch entsprechend die Schulen aktivieren würde, in die Wirtschaft hineinzukommen und in die Betriebe hineinzukommen. Wenn das jetzt eben fälschlicherweise oder missverständlich ausgedrückt war, dann bin ich hier nicht zu entschuldigen, aber ich sehe, es ist schon eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sich zu engagieren dahingehend. Bitte sehr. Ja, nächste Frage, liberaler Mittelstand Berlin und auch im Bundesvorstand. Frau Bögel, ich möchte Ihnen da vollkommen recht geben und ich möchte nochmal an das erinnern, was Herr Dr. Lünen eben gesagt hat, dass viele Universitäten ja sozusagen am Markt vorbei ausbilden und dass gerade die Steinmeiß-Initiative in die Richtung geht, so auszubilden, dass Markt und Forschung zusammenkommen oder Forschung und Markt zusammenkommen. Und ich meine, wir sind Liberale. Liberale sind immer die der Selbstverantwortung. Da kann man nicht auf der einen Seite sagen, der Staat ist jetzt nur zuständig für die Bildung und wir holen dann ab, was davon kommt oder was davon nicht kommt, sondern zur Selbstverantwortung gehört auch, dass man dann, wenn man ein Defizit sieht, für seinen Betrieb, wo etwas gebraucht wird, was vielleicht von den Schulen nicht oder nicht ausreichend kommt, dass man sich als Unternehmer Gedanken macht, wie kann man etwas dazu beisteuern, dass das funktioniert. Und da glaube ich, Frau Böger, haben Sie vollkommen recht, das finde ich auch einen sehr liberalen Ansatz, weil das ein sehr selbstverantwortlicher, ein sehr eigenverantwortlicher Ansatz ist. Das heißt nicht, dass man die Hausaufgaben der Schulen sozusagen nachträglich machen muss, aber vielleicht im Vorfeld, dass Unternehmen hingehen und sagen, ich biete einfach mal an der Schule eine Kooperation, kommt mal zu uns, guck mal, was hier ist, wie solltet ihr ausbilden, was müsst ihr ausbilden, das glaube ich ist ein sehr liberaler Ansatz und das sollten wir auch nach vorne bringen. Vielen Dank. Das machen auch schon viele Betriebe. Herr Sprotter? Ich hätte einen Vorschlag, der geht in eine ganz andere Richtung rein. Wir würden viele Dinge sehr viel besser auflösen können, wenn die Lehrer, sagen wir mal, praktische Kenntnisse von Unternehmen hätten. Also ich würde lieber genau der Faktor, wenn in den Sommerferien statt
sechs Wochen die Lehrer verpflichtet würden, drei Wochen ein Pflichtpraktikum in Unternehmen zu machen. Das wäre völlig interessant. Dann würde das auch aufhören mit der Diskussion, die Roma ja völlig mit ausgebildet, sondern die würden ein völlig anderes Verhältnis dazu bekommen. Weil, auch wenn ich jetzt den einen oder anderen der Pädagoge ist und der auch ein guter Pädagoge ist, aber viele Lehrer führen ein Schülerdasein auf anderer Ebene fort. So, und haben keinen Blick dafür, was eigentlich draußen in der freien Wirtschaft passiert. So, und sind auch somit gar nicht in der Lage, von Einzelbeispielen mal abgesehen, sind auch somit gar nicht in der Lage zu beurteilen, was da läuft. Es gibt ein Beispiel, in Bad Honnef gibt es eine Stiftung, da hat einer 6,5 Millionen Euro in diese Stiftung eingebracht und hat gesagt, Schule, Wirtschaft. Und hat jetzt das Gymnasium verpflichtet, sondern mit Wirtschaftsunternehmen Kontakt aufzunehmen und hier ein sogenanntes Business Breakfast zu machen, gemeinsame Veranstaltungen zu machen, die Lehrer in die Weiterbildung zu schicken. Das hat er testamentarisch so vereinbart. Ich finde das eine sehr gute Idee und man kann da eine ganze Masse machen. Wie wird das angenommen? Das wird sehr gut angenommen. Und zwar von den ortsansässigen Unternehmen allesamt, weil die meisten sich zu sagen, also da möchte ich gerne mitmachen. Das wird also durch KPMG auch nochmal unterstützt, durch Boston Consulting nochmal mit begleitet. Also das ist ein richtig vernünftiges Projekt. Ich habe das an einem anderen Gymnasium selbst gemacht, in dem wir ein Schülerunternehmen gegründet haben und haben also die Lehrer auf einmal auf eine ganz andere Basis gemacht. Da geschah dann Folgendes. Wir haben mit Schülern ein Unternehmen gegründet, nämlich den Hausmeister abgelöst, was den Kiosk anging. Und dann saßen auf einmal die Lehrer da und die hatten Gewinn erwirtschaftet und waren nicht in der Lage, über den Gewinn zu befinden. Also in welches Stipendium jetzt beispielsweise dieses Geld fließen sollte. Wir haben denen 22 Vorschläge gemacht, die haben die nicht angenommen. Also, da bin ich dann aufgestanden und gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Also die jungen Leute, wir machen was für euch. Und ihr als Lehrer seid nicht in der Lage, es zu sprechen. Also meine Empfehlung, Lehrer in die Ausbildung, Lehrer in die Betriebe rein, gibt es ein völlig anderes Verhältnis. Sehr gut. Als Schlusswort, die Politik muss die Voraussetzung schaffen, dass wir ausbildungsfähige Jugendliche bekommen. Das ist kein Rahmen, sondern das ist eine Voraussetzung. Dafür ist die Politik da. Die Rahmenbedingungen, die sind nachher wirtschaftlich unterwegs. In irgendwelchen Bedingungen, wo sie Bedingungen schaffen kann. Aber ganz klar, hier sind wir von der Politik gefordert, eine Bildung so hinzubekommen, dass 16-, 18- und 20-jährige Jugendliche auch auszubilden sind. Das ist eigentlich der Grundthema. Deshalb, da müssen wir uns an der Politik ganz klar an die Nase fassen, da müssen wir was dran tun. Und ich denke, jeder Mittelständler hier drin, wir sind ein paar Mittelständler, ich höre es raus. Ich glaube nicht, dass es an Mittelständler liegt, am Engagement. Alle Mittelständler sind engagiert, sehen ihre gesellschaftliche Aufgabe. Man darf nur nicht zu viel von ihnen verlangen. Sie machen alle das im Rahmen des Möglichen. Aber die Politik ist wirklich gefordert, Auszubildende oder Jugendliche herzubringen, die auch für die Ausbildung dann auch geeignet sind. Das möglicherweise aus der Sicht der Akademikerausbildung aus der Grenze. Ja, mit Blick auf die Uhr zog ich verzichte, weil das zu ergänzen, weil ich zwei andere Gedanken noch hatte. Also einmal, was Bildungspolitik angeht, die Brücke auch zu dem Thema Arbeitsrecht zu schlagen, nicht nur die Lehrer sollten in die Betriebe gehen. Es gab für den Arbeitgeberverbänden früher viele Initiativen, auch die Arbeitsrichter mal für Betriebspraktika absolvieren zu lassen. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile eingeschlafen ist. Das wird im Arbeitsrecht auch schon viel helfen. Da wollten wir vielleicht gar nicht so viele Gesetze zu ändern. Punkt 1, Punkt 2. Jetzt greife ich noch ganz kurz den Mindestlohn auf. Ich finde, wie gesagt, die FDP, das ist kein liberales Thema. Aber ich weiß, dass wir eine Runde, da mag dann jeder, weil wir mit mir noch darüber sprechen, wenn wir mag, wenn schon die FDP über Mindestlohn debattiert, dann muss es einen brancheneinheitlichen, staatlich, politisch fixierten Mindestlohn geben, der nämlich das Existenzminimum, das für alle
alle Branchen gerade jetzt geht, wenn wir von der Abfrage angefangen. Insofern verstehe ich auch einzelne Diskussionspunkte von Abgeordneten, die ich jetzt da nicht mehr sehe, nicht mehr die da jetzt beantworten können. Danke. Vielen Dank. Also ich muss gestehen, die Diskussion war jetzt mit Ihrer Bediente sehr farbig und es kamen höchst interessante Konstellationen auf. Das, was ich vorbereitet habe als Sachfragen, hat sich damit eigentlich erledigt, aber das war so sicherlich für Sie und auch für uns hier oben spannender, als wenn es jetzt nur so ohne Wien und der gegangen wäre. Ich bedanke mich bei Ihnen vielen und ja, ich glaube, es gibt noch Gelegenheit, bei mir die Einzelnen weiter zu diskutieren. Ich wünsche aber ansonsten schon mal einen schönen Abend. So, ich schaue Sie jetzt nicht mit einem langen Vortrag, sondern ich möchte mich auch nochmal ganz, ganz herzlich bei den Diskutanten und bei unserem Moderator bedanken. Es gibt, die Teilnehmer wissen inzwischen, was da drin ist. Es gibt das obligatorische Buch vom Schäfer-Kölschen Verlag, die uns auch unterstützt haben. Frau Böge, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Dankeschön. Sie, vielen Dank. Herr Heise, vielen Dank. Und vielen Dank für die Information. Ja. Man merkt an der Uhrzeit auch und an, sagen wir mal, den Augenbewegungen, die da so einsetzen, dass wir einen vollen und langen Tag hinter uns haben. Einer sagte gerade schon, das Buffet ist zwar schon ganz gut geleert worden vorhin, aber die Getränke sind immer noch da. Deswegen sind Sie immer noch herzlich eingeladen, bei uns zu bleiben. Wir haben immer noch unser Get Together, auch wenn wir das im Programm etwas umgestellt haben. Ich glaube, der Mittelstand ist flexibel genug, damit umzugehen. Ich glaube, Sie hatten trotzdem einen spannenden und schönen Tag hier. Jetzt erlauben Sie mir mal noch bitte zwei Dankesworte. Das eine, ohne unsere Sponsoren wäre es heute nicht möglich gewesen, den Tag durchzuführen. Teilweise sitzen welche in den Runden. Ich will jetzt nicht nur meinen Namen nicht durchgehen, nehmen Sie einfach das Programmheft mit und Sie finden alle Sponsoren da drin. Ja, das kürzt den Prozess ein bisschen ab. Aber ich möchte auch den Dank nochmal loswerden an unseren Landesverband, nämlich an die Mitglieder, insbesondere des Vorstandes, weil ohne viele, viele Helfer heute im Hintergrund und vor allem aber auch das letzte Jahr in der Vorbereitung für den heutigen Tag, wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Wenn es eine Person nicht besonders gewesen wäre, dann ist sie nämlich Maren Kutowski. Wasser. Wäre schön, wenn man so ein bisschen